Wie gesagt, wenn Sie sich damit identifizieren können, hauen Sie voll rein. Ich lebe hier nur bis zu deinen Tagen, ich wirklich nicht beklagen, weil wir uns so gut verstehen, in dieser WG. Wenn man bedenkt, was sonst so für WG-Horrorgeschichten kursieren. Da gibt's nur eine Sache, die mich etwas belastet, aber versucht drüber wegzusehen, kann's nicht mehr unter den Teppich kehren. Ich frag mich nur, wie soll ich's taktvoll formulieren? Mach bitte endlich mal deinen Dreck weg, stört nicht jeder Fettfleck, doch hab ich dir schon mal gesagt, dass ich keine Kakerlaken mag. Ich bin ganz ziemlich eigen, muss es manchmal zeigen, dass ich nicht auf alles stehe. In dieser WG, in dieser WG, wo, 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 wo. Liebe. Der Putzplan ist keine Bibel, kein Testament. Doch wenn man nicht mal weiß, wo er hängt, sei die Frage erlaubt, wann hast du das letzte Mal Staub gesaugt? Dein Topf läuft wieder über, der Herd ist bald hinüber, Falle wie ihn eingebrannt, manche würden sagen allerhand. Doch so schön, krustig hart, ist ein ganz normaler Tag.